Hallo, da verschlug ich mich auch noch. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Standalone. Ja, wir sind immer noch hier am Airfield. Und gucken mal, was hier so abgeht. Reifen habe ich immer noch nicht gefunden. Aber gut, schauen wir mal. Ein bisschen was zu essen bräuchte ich. Irgendwie ist mein Spiel auch sehr leise. Mal. Oh, Beste. Achso, das ist nur so ein. Die nicht. So, ich glaube, wir müssen aber wieder in irgendeine Ortschaft, weil. Ja, finden wir nichts. Schuhe. Ich bräuchte irgendwie mal. Was, wo wir was einladen können. Ein Zombie rum, okay. Oh, ist ja gut. Die Hoffnung, dass wir hier irgendein Fahrzeug finden, wo wir einen Reifen mopsen können. Aber ja. Oh, ich hab's gerade gesehen. Schlinge. Ja, sehr gut. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Vereinbarung, alles klar. Oh, gut, schon was los hier. So. Oh, oh, ich glaube, mein Charakter wird krank. Da unten ist so eine Bazille. Oh, habe ich was schlechtes Wasser getrunken? Naja, schauen wir mal. Dann werden wir irgendwann auch mal Medizin brauchen. Oh je. Gut, gut. Sucht. Ist das ein Schrottauto? Egal, wir gucken uns mal. Wenn wir schon mal da sind, schauen wir es uns mal an. Ich glaube, das ist kein Schrottauto. Fehlen auch wieder irgendwelche Sachen. Oder? Ja, natürlich wieder der Reifen. Moment, kann ich. Ich könnte doch bestimmt mich den Reifen mopsen. Gut. Das ist natürlich nicht wie bei Epoch, ne? Dass man den Sachen einfach in den Rucksack stecken kann. Nee. Das ist natürlich groß. Verfluchte Axt. Wo stöpseln wir den jetzt hin? Der passt prinzipiell in den Rucksack. Oh, ein bisschen umbauen, ja. Wir hoffen, dass uns nichts in der Zwischenzeit frisst. Den Hammer kann man den nicht irgendwie. Ups. Ah, alles klar, gut. Jetzt sind wir den schon mal los. Da kriegt man nämlich auch Platz für unseren Reif. Mal drei Kreuze machen. Ja, die Map gucken, wo das Auto stand. So, schwupp. Ja, gut. Können wir da noch irgendwas mitnehmen zur Sicherheit? Batterie, irgendwas. Mal gucken. Autobatterie. So. Ach, das mit dem Menü, das muss ich noch lernen. So. Wie viel braucht die denn? Wie viel Platz? Okay. Komm weg. Ja, gehst du wohl. Auch Umgebung. Ah. So, packen wir die mal noch mit ein. Was haben wir denn noch, was man so brauchen könnte? Was? Achso, ein Kühler. Ein Kühler ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Na, mit. So. Top. So, der Kühler. Wie viel braucht der? Er braucht ziemlich viel. Jetzt habe ich den die ganze Zeit in der Hand behalten. Oh, nee, nö. Das reicht. Auch unbedingt. Reicht uns trotzdem nicht.
das Umladen, das Laden. Ja, ich weiß. Oje, das ist ungünstig. So. Gucken, ob das reinpasst. Yay! Okay, sehr gut. So. Jetzt mal auf die Map gucken. Wo sind wir denn? Wir gehen am besten mal nach. Das nicht lohnt sich, Christine. Das Auto bauen wir hier unten irgendwo in Vibor. Wieder zurück. Na gut, nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Gehen wir wieder bei Tour. Oje. Ich hoffe mal, dass er durchhält. Schauen wir mal. Ja, ja. Brauchen wir ein bisschen Antibiotika. Checken, dass natürlich die Richtung ist. Ja, okay. Ich meine, wie braucht stimmt der BMW? Was auch noch steht. Gesundheit. Da geht ja mein Plan dann auch. Kann man nicht hierher fahren und können da Loot reinpacken. Oder das andere Ding reparieren. Etwas da mehr rein. Boah. Mal schauen. Spannend, spannend. Lass mal sehen, dass wir ihn hier lebendig darunter kriegen. Ja, nicht super. Könnte aber auch zum Fahren da sein. Eigentlich. Das wäre schön. Das wäre schön. So. Ja, ich darf nicht so viel rennen. Das ist ja noch nicht wie Bohr, oder? Nee, kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Das ist noch erfüllt. Ja. Habe ich leider keine Ahnung, wie lange der aussieht, wenn er krank ist. Finden wir so aus. Das dauert sonst zu lange. Die Mission für heute, den BMW finden. Gut. Da stand er irgendwo in dem Dorf. Und dann können wir mal gucken, vielleicht gibt es da noch was. Oh, hier war ich auch noch nicht. Hm? Was ist das? Das sieht irgendwie lustig aus, dass das hier so alleine rumsteht. Ne? Das ist nichts. Also das Gebäude da können wir uns mal gucken. Schauen wir. Ja, ja. Schauen wir da mal rein. Habe ich schon gelernt. So. Da geht es wahrscheinlich raus. Okay. Okay. Gibt es hier was Schönes? Ein Mützchen? Ich weiß, was das ein Bier war. Nee, das ist ein SK irgendwas. Wo ist das denn? Bayonetta. Aha, aha, aha. Ist die aber auch nichts zurückgelassen? Seltsam, seltsam. So. Wo denn ist diese? Da. Warum noch so komische. Hä? Da
irgendwo das komische längliche Gebäude. Ach da. Naja, bis jetzt sieht alles noch gut aus. Das ist eine Fabrik, ob es da was gibt. Versuch, macht klug. So, ein Helm. So, das sieht auch nicht so toll aus hier. Ein Kompass, brauche ich einen Kompass? Brauchen wir nicht. Nee, da ist ja nichts. Die Hoffnung, dass irgendwo hier in der Ecke irgendwo so ein Auto rumsteht, dass man eventuell irgendwie wieder zusammenflicken können. So, meine Leute. So. Ja. Das ist die Seite. Ja, Kompasse. Ich hoffe, die bringen viel Geld, dass ich es dann verkaufen kann. Insofern, ich überlebe das. Aber Essen sieht echt schlecht aus. War immer schwer im Magen. Ja. So ein Päckchen an die Biolikor wäre nicht schlecht. Aber ja. Das schaut nicht ganz so gut aus. Naja, wir gucken mal alles durch, was hier so los ist. Hab ich sowas schon? Bayonet? Ach so. Noch eine Tür. Also, oh, na, das war natürlich jetzt etwas unklug. Aber da kommst du auch noch auf diesen Balkon raus. Das ist jetzt nicht so wichtig. Bin ich jetzt komplett irre? Ja. Ups. Grunzt doch schon wieder irgendwo was. Hier gibt's ja gar nichts. Das hört sich mal an, als wenn die ein Leben entsteht und das ist vor der Tür, hoffe ich. Obwohl die auch in irgendwelchen Räumen sein können hier. Das ist. Muni. Nee. Nee, 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 gut. Miete. Okay. Gleich hier raus. So. Okay. Das ist offen. So. Na, husch mal da durch. Jetzt wird alles voller Kuppels. Das ist ein Schrott-LKW, ne? Oder? Nein, bei meinem Glück ist das ein Schrott-LKW. Ja, komm doch. Ja, ja. Ja, cool, so schrottig sieht er gar nicht aus. Glaube. Prinzipiell könnte es fahren. Aber. Hm? Kann ich? Einstellen, kurz. Aber läuft doch. Wie war das jetzt? Da war das. Nee. Ja, steigt nicht ein. Also es gibt schon Fahrzeuge. Nur. Ich glaube, weil der wird. Wenn jetzt hier der Kollege nicht so aufdringlich wäre. Das ist ja eigentlich genau das, was ich suche. Lalalala. Ja, vielleicht kommt er mir ja noch. Vielleicht kommt er mir ja nach. Hallo?
Mäusezähnchen, komm mal hier rüber. Wenn es vielleicht nur eine Batterie liegt, wäre das ja kein Ding. Ich hoffe, wir kriegen den von diesem Dingsbums da runter. In diesem Gitter. Das wäre natürlich elend. Ich möchte mich jetzt... Na gut, alles klar, ihr habt... ja. Okay. Ist jetzt, ob das noch? Wie sehe ich das denn? Sind die im Moment oder noch ganz gechillt? Nee, sind sie nicht. Mist! Ich könnte ja. Ich möchte jetzt eigentlich keinen angreifen, das ist das Problem. Dafür steht ein LKW, alles klar, ich bin da, müsst ihr zu, so quasi weit. Ah ja, komm. Ich weiß es nicht, wenn jetzt eine verpassen, ob das dann nicht sicherlich, bin ich ja schon umgeschlagen, das ist natürlich ungünstig. Glaube ich. Aber gut. Ja, genau. Nochmal mal nach Vibor und hoffen einfach, dass da ein bisschen weniger los ist. Wir haben einen Kühler, wir haben eine Batterie und wir haben einen Reifen. Das müsste doch schon mal so ein Wägelchen zum Fahren bringen eigentlich. Ja. Aber ihr seht, es lohnt sich, das Apfel zu besuchen. Da steht ja schon mal ein potenzieller LKW. Ja. Noch leidet die Gesundheit nicht. Ich denke mal auf Dauer. Ist das nicht so toll? Da gute Scheune. Ist nix. Was ist das denn? Was bist du denn? Gartenkalk, genau. Das brauche ich jetzt. Los, ne? Okay. Da vorne müsste Vibor sein. Die Trecker sind leider an und Deko. Schauen wir mal. Oh ja. Wir sind auf gutem Weg. Auch schon eigentlich schon verhältnismäßig viele Fahrzeuge gefunden. Wir hätten LKW, wir hätten jetzt etwas teillosen. Land Rover, Jeep. Was auch immer. Passt. Natürlich auch mal hier rein. Wenn wir schon mal da sind, aber das sieht auch sehr mager aus. Kurze Unterhose, ne? So, ist die Frage, wo stand die Karte? Ich glaube, das war so im Ort drin. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Durchgraben und hoffen, dass wir wiederfinden. Ja, natürlich, wenn ich das ist ein Gewächshaus. Ich glaube, da findet man immer was zu mampfen. Trinken bräuchte ich. Ah, nee. Zombie-technisch sieht es noch ruhig aus. Das wird sich aber ändern. Jo. Ja, sobald ich jetzt einfach mal zum Trailer fahren und mit den Kollegen hier ein bisschen
Medizin holen. Wie auch hier ist nicht. Was ist das? Was? Was? Zucchini sein. Ne? Gärtnern wollte ich gerade nicht. Durch nichts, okay. Ja, doch. Moment, ist das so? Kann man hier nicht irgendwie anflügen? Ja, komm hier irgendwas. Hallo? Ne, guck mal nicht. Aber ich meine, es gibt Obstbäume, wo man pflücken kann, oder? Habe ich das irgendwie mal missverstanden. So. Gesundheit. Wo versteckt sich der BMW? Oh, ich höre die Freunde schon. Laden wir mal auch. Als wir über den BMW gestolpert sind. Was kann er denn eigentlich nur? Ja, Trompetrohüpfen? Ne? Da kann ich nicht durchhüpfen. Ist da irgendwas? Das braucht es auch nicht wirklich. Damals hier rausgelaufen. Da sollte etwas. Ich glaube, ich bin da lang gelaufen. Irgendwo hier steckt er. Ja. Aber noch geht die Gesundheit wenigstens nicht runter. Also. Das wäre ja der Super-GAU. Zu Ende. War das auch wirklich hier? Oh Mann. Nee, das war hier. Das war hier. Gucken wir doch nochmal in das Gewächshaus. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Außerdem sitzt hier kriebisch zu. Zu durchsuchen und zu hoffen, dass wir die Karre finden. Das ist aber nicht. Also, ich hab's aber auch nicht wirklich angeprägt, wo der ist. Kacke. Okay. Naja, merken wir das nächste Mal irgendwie. Merken, wo das war. Wir bleiben aber mal auf der Hauptstraße und gehen halt mal in die andere Richtung. Das ist, glaube ich, Schrott. Naja. Hühnchen, gibt's da was? Auch nicht. Da ist eine Schule. Du bist Schrott, du bist Schrott. Ui, draußen heult der Sturm. Was ist das? Nun, kann ich mit dir was anfangen? Essen, okay. Und sonst, ja, bin ja schon weg. Tja, ich hege langsam Zweifel, dass das hier war. Sonnenschied. Puh.
Ja, ist ja gut. Das muss doch hier gewesen sein. Bin ich jetzt so irre, dass das woanders war? Christina Cavallino. Das war in Vigo. Weil das ist natürlich die Chance, dass der auch despawnt. Oh. Meine, die können auch despawnen. Die lang genug irgendwo rumstehen, dass sie dann einfach verschwinden. Wäre möglich. Na gut. Akribisches Durchsuchen von Vigo. Mit Hustelinchen hier. Ja. Beruhigen Sie sich. Ich glaube, das ist auch noch so ein General Store hier. What? Stimmt's auch? Die Knüppel. Klar, oh, was war das? Ich weiß nicht, was. Ui, war wunderschön. Alter, wie kann ich jetzt hier? Das ist sehr schön hier. Ja. Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Ja, schon ein schönes, eine ganz schöne Versammlung. Oje, ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Flüssigkeit. Aber ich denke, wir müssen an der Stelle sowieso einen kleinen Cut machen. Sucht dann noch ein bisschen offscreen weiter und würde euch dann wieder zu mir holen, wenn ich was gefunden habe. So, dann verschanzen wir uns erstmal. Gesundheit. Geben jetzt natürlich auch nichts, aber ich habe hier zumindest getränketechnisch was gefunden. Ah, so wird er. Ach, ja, ist zu. Okay. Denn hier? Was ist das denn? Ja. Ah, muss hier rein. Sehr gut. Ah, das hätte super Nährwert. So, super Leute. Das soll es für den Part erstmal gewesen sein. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt erstmal das Auto suchen, dass wir da irgendwie ihm ein bisschen Munition, Medizin holen können. Und dann schauen wir mal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Daisy Standalone. Ciao, ciao.